Dann würde ich sagen, wir gehen wieder hier rein und wir haben ja schon gesehen, wir können da durch dieses. Oh, das war echt gruselig, obwohl es nur so ein guess Comic now I war. know why Mom didn't like me playing with the music box. Ja, weil da ein Ohr drin lag, eventuell. Okay. Mach auf. Tja. Wo lang geht's denn jetzt? Könnten wir da wieder. Ja, könnten wir. Okay. So. Wir waren in Barbaras Zimmer. Ach hier, jetzt erkenne ich ihn auch. Das ist Odin. Ich kann mir so langsam ein bisschen Namen merken. Hier haben wir gerade durchgeguckt. Ich frage mich, ob wir jetzt hier hoch können. Nein. Dann vermute ich mal, müssen wir doch jetzt bestimmt in den Keller, ne? Guck mal. Guck dir das an. Ist, ja. Nun ja. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Das stimmt allerdings, das ist schon komisch. Ich frage mich nur, was diese Spuren hier auf dem Boden, ob wir da noch erfahren, was damit ist. Hier ist auf jeden Fall der Einbrecher runtergefallen, möchte ich mal gerade. Okay. Okay. Puh. Dann gehen wir mal. Ja, ich habe das schon verstanden mit der Musikbox und dem Schlüssel und so. Wir gehen jetzt in den Keller. Da freue ich mich. Achso, der Wind wieder. Hallo Musiki. Musikbox, meine ich natürlich. So, und drehen und drehen und drehen und drehen. Weiter drehen. Wir drehen wie bekloppt. Ah, da haben wir ihn. Vorhin war der Keller ziemlich gruselig. Kannst du bitte wieder zugehen? Du bist auch nicht weniger gruselig. Ich finde das echt, das ist so krass. Ach ja, okay. Ja. Hallo Keller. Ich habe gedacht, dass da wäre irgendwas, was wir finden können oder so, aber war es gar nicht. Gut, gehen wir mal. Hier unten ist ja grundsätzlich mal nichts passiert, ne? Kann man ja so festhalten. Das sah nur so aus, als würde hier was passieren worden sein. Wie auch immer. In dem Kühlschrank da, aber da war ja gar nichts. Vielleicht. Oh Gott. Ist etwa der Freund von Barbara in dem Kühlschrank? Ich hoffe nicht. Ist das. Achso. Ach, wie schön die sind, diese alten Kinderwägen. Kinderwagen-Dinger. Ihr wisst schon. Okay. Hier wurde also Billard gespielt und gewaschen. Interessant. Das hier wurde nicht so schön ausgebaut. Ich meine, gut, ist halt ein Keller, ne? Muss ja jetzt auch nicht. Können wir mal gucken, was hier so draufsteht, wirklich? Ne, können wir nicht. Sieht man nicht wirklich. Wo ist denn die blutverschmierte Tür hin? Die ist nicht mehr da. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Ja, gut. Man kann sich hier schon schnell verletzen, so als Kind. Das stimmt natürlich. Aber theoretisch, ich meine, das ist ja. Man hätte ja mit dem Kind zusammen hier reingehen können, ne? So ist ja nicht. Hier sind die ganzen Holzstücke, die dann verwendet wurden, um die Bilder da drauf zu malen. Da ist schon mal vorsorglich ein paar gemacht. Guck mal, der Drache. Das war dann das Modell von ihm, ne? Von dem Drachen. Sven.
Das ist schon cool, ne? Was er so alles selber gebaut hat, dann. Jo, steht da echt. Unicorn. Unicorn, was? Spindorn? Was ist denn das? Keine Ahnung. Sprühflasche mit irgendwelche Farbe drauf? Ich habe nur Unicorn gesehen. Das caught my attention. Ihr wisst schon, was ich sagen will. Hier die norwegische Flasche. Ach, ich guck dahin und sag Flasche. Flagge, Entschuldigung. Es tut mir leid, Norwegen. Die norwegische Flagge. So. Hier sind auch diese kleinen Türchen. Clear Brush Thinner. Ich kann auch nicht so gut reden. Aber das, ja, das weiß man ja. Was ist hier noch alles? Paint. Irgendwelche Lacke. Rainbow Glory. Gut. Gehen wir mal hier rein, ne? In den spaßigen Teil des Kellers. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Okay. Die Pakete in den Keller gebracht. Gott, ist das dunkel. Sieht man hier überhaupt was? Also ich sehe hier nichts. Hier ist wohl eine Wand und ein Boxsack, der vorher hier hing. Keine Ahnung, warum der jetzt da hängt. Da geht's aber irgendwie noch weiter. Vielleicht kommen wir ja durch den Kühlschrank in I ein thought neues maybe Zimmer. she was hiding presents. Es kann sein, dass sie Geschenke versteckt hat. Ja. Können wir echt durch den Kühlschrank gehen? Warte mal. It turned out she was hiding a lot more than that. Ist nicht dein Ernst. Und wieso ist das so laut da drin? Was ist denn das? Ist das ein Fahrstuhl? Keine Ahnung. Das ist, also, ich. Hä? Ich sehe nichts. Was? Was zur Hölle ist das? Wo? Kommen wir wieder zurück? Ja, wir kommen wieder, wie immer, wieder zurück. Was zur Hölle? Warum? Was? I Wieso? remember asking Mom once about where Walter had gone. Wo Walter hingegangen war? She said after Barbara died, he got as far away as he could. Ja, so weit wie möglich weggegangen. Aber er war doch noch ein Kind. Er hat das nicht verkraftet. Er hat es nicht verkraftet. Was ist das denn hier? Suppe? If there's a pattern in all these stories. Haufenweise Essen und Vorräte. Tasty Bean. I think it's that none of us has gotten very far. Okay. Boah, hier wurde. Wieso? Hier ist eine Toilette. Wieso sind hier Teller in der Toilette? Shave Cream. Was? Walter war die ganze Zeit noch da dann und war hier? Hier ist sein Bett. Das hier ist sein Bett. Das ist seine Eisenbahn. Ja, gut. Er war. Ja, gut. Er war unterm Bett und hat sich da versteckt, als schlimme Dinge passiert sind, ne? Wow. Ja. Gut. Man kann sagen. Ach hier. Brasilien, Thailand, Russland, Indien, Frankreich, China, Spanien. War denn nicht was mit Postkarten? Der hat Postkarten geschrieben. Er war immer hier. Er hat keine Postkarten geschrieben. Er war nie weg. Wie krass. Wie krass ist das denn? Das, also. Ach, hier oben hat er dann geschlafen. Er hat sich versteckt. Er hat Angst gehabt und hat sich versteckt. Ah, okay. Da kommt man aber raus.
Was gibt's hier? Ein Bild. Seine Aussicht ist ein Bild. Und er hat Pflanzen. Oh Gott. Oh mein Gott, ist das traurig. Er hat sein Leben hier unten verbracht. Das ist echt traurig. 2005. Das ist quasi 5 Jahre her. Es ist 5 Jahre her und so wie ich das verstanden habe, hat sie ihn nicht gekannt. Was ist das hier? Gewürze. Krass! Ja, Walter hat einen Dosenöffner hier stehen. Das ist ja toll. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. 30 Jahre. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Aber wieso hat's denn geschüttelt? Ja, okay, mach mal auf. Ich hoffe, ich sehe noch mehr. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Ach ja? Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But 76. If you wait long enough, you get used to anything. Was war vorher, 67? Oder 66? Even a monster on the other side of a door starts to feel normal. Almost friendly. Der ist jeden Tag dasselbe um 12. And then one day, everything just 2005. Hä, aber der war doch ein älter Mann. Obwohl. Ich muss kurz überlegen, warte. Bisschen älter als 50, ne? Der wird 30 Jahre hier. It was gone. Maybe you got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Okay, warte mal. Ach komm, bitte, wenigstens bis da vorne. Ja, okay, wir sind hier. Aber was hat denn hier so gerappelt immer? Ich meine, das war ja nicht wirklich ein Monster. 2005. Krass. 30 Jahre. Okay, und dann ist er gegangen. Gut, 30 Jahre sind ja auch genug, ne? Also, kann man ja mal gehen dann. Aha. Also noch weiter unten. Da wäre ich aber lieber da oben geblieben. Hier unten sieht es viel gruseliger aus. Warte mal. Bücher. Hier sind noch mehr Bücher. Die er wahrscheinlich auch gelesen hat. Okay. Zerealien. Guck mal da, von seinen Zügen. I know it's out there, somewhere. Dass da draußen irgendwo noch ist, das ist da. Was denn es? Meint er das Monster, was seine Schwester getötet hat, oder was? Wahrscheinlich, ne? Aber es war ja gar kein. Also es ist irgendwie schon ein Monster, aber nicht so ein Monster. Whatever killed Barbara. Ja, das. War aber doch ein Mensch. Molly. Und Molly? Wieso Molly? Hast du da auch Geschichten gehört? Brauner Reis? Kann ich nicht. Und Calvin. Es tut mir leid, aber Calvin hat sich quasi selber getötet. Peanut Butter! Sweetie Crisp, okay.
Wo wollen wir denn jetzt hin? Wir reißen jetzt erstmal Wände ein oder wie jetzt? Warte, was ist das hier? Achso, ist klar. Das ist ein Mülleimer. Das ist ein schöner Mülleimer. Ja, okay. Der geht sehr langsam. Maybe this is all a mistake. 30 Jahre im Keller zu wohnen. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Hä? Komm mal nochmal dahin, bitte? Da ist er rausgekommen. Der wird doch jetzt vom Zug überfahren, oder? Guck mal, wie langsam der läuft. Whatever's out there, I want you to know, I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. Ja, jeden Tag für sich. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. Wow. I can already imagine the sun on my face. Es tut mir leid, aber das war nicht die Sonne. Wie gemein ist das? Wie gemein. Das ist so gemein. I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Tja. Tja. Das, ja. Krass. Der war immer hier unten. Aber, also. Es tut mir leid. Das ist total fies. Wie fies ist das denn? Der ist 30 Jahre lang da unten, weil er Angst hat. Weil er furchtbare Angst hat. Weil er mitgekriegt hat als Kind, wie seine Schwester gestorben ist oder umgebracht wurde. Also ich gehe wirklich davon aus, es war halt wirklich ein Einbrecher. Vielleicht irgendein, weiß ich nicht, irgendein Fan von Barbara oder sowas. Auf jeden Fall kriegt er mit, wie seine Schwester umgebracht wird. Und lebt 30 Jahre in diesem Loch, und isst immer dasselbe und isst. Oh mein Gott. Eine Woche, warte mal, also dieses Rappeln, was er immer gehört hat, das war der Zug. Das war der Zug. Aber wieso ist er denn eine Woche lang nicht gekommen? Wo war er denn dann? Dann ist er eine Woche nicht gekommen, dann hat er gedacht, jetzt gehe ich raus, ich werde jetzt leben, endlich mal, nach 30 Jahren nicht leben eigentlich, werde ich jetzt endlich leben und dann macht er 3 Schritte und wird vom Zug überfahren? Wie unfassbar gemein ist das denn? Wie unfassbar gemein. Das ist so gemein. Walter. Und der sieht so nett aus. Der sieht total nett aus. Wie so ein netter Opa halt. Der sieht total nett aus. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum hat er eigentlich nur Pfirsiche gegessen? Hier ist doch noch andere Sachen. Hier ist noch andere Sachen. Hier sind noch andere Sachen. Hier sind leckere Bohnen, steht sogar so da drauf. Und Cerealien und Crisps und so ein Kram. Und was ist da unten? Pumpkin? Keine Ahnung. Wer sind denn da noch andere Sachen? Wieso hat er denn immer nur Peaches gegessen? Oder hat er einfach immer nur um 12 Peaches gegessen? Also 5. I'm sure my mom was trying to protect me. Ja, das denke ich allerdings auch. Ja. Ja. Und das hier ist ja, wo er drin wohnt, ist ja irgendwie auch ein Zug. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Verständlich. Irgendwie verständlich. Was ist denn das? Was ist? Achso, das. Keine Ahnung. Was steht da? Warding Amy Spirits away? Nee, warding away spirits? The Dark Defense. Train Modeling, aha. Haunted, a guide. ein Guide für. Ach du lieber Gott. Ja. But if she never told me about an uncle under the house,
Was hat sie dir dann noch nicht erzählt? Ja. Pork. Guck mal, hier ist Pork Chunkies. Das klingt nicht so lecker. Oh wei. I can only imagine what else she was hiding. Ja. Das ist wohl wahr. Wieso ist hier eigentlich jetzt Strom anfragen I don't gerade? want to make the same mistakes she made. Was hat sie denn für Fehler gemacht? Also dir Dinge nicht erzählt oder was meinst du jetzt? Das muss ganz schön stinken. Das ist 12 Jahre alt mindestens, eigentlich noch älter. Ja gut, es wäre schön, wenn du Trying to jetzt nicht bury überfahren something that's wirst. still alive. Das noch am Leben ist. Ah, oh, ich verstehe, ja, okay. Es wäre schön, wenn du jetzt nicht auch überfahren wirst, Now that ja? there's only one of us left, or maybe two. Tja, ich I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. Das stimmt. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Inwiefern? Maybe we believed so much in a family curse. We made it real. Hm. Vor allem, wie ironisch ist das denn auch, dass er von einem Zug überfahren wird? Er hat Züge geliebt und dann ist er von einem Zug überfahren worden. Boah, es ist echt, ist so übel.